Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen nun vor der Offenlage des Bebauungsplans zur Erweiterung der Verkaufsfläche von Lidl von 800 Quadratmeter auf 1500 Quadratmeter im Stadtteil Wilhelm. Wir haben einen Änderungsantrag eingebracht, mit dem wir möglichst die Beteiligung ermöglichen wollen über die Ziele, die unserer Stadt tatsächlich nützen. Unserer Stadt nützt es nichts, die im Antrag des Magistrats vorgesehen, extra ein Sondergebiet auszuweisen, damit Lidl die Verkaufsflächen erweitern kann. Das eröffnet nur den nächsten Discountern die Möglichkeit, ebenfalls in diese Richtung zu gehen. Guckt man auf andere Verkaufsflächen von anderen Discountern, sieht man, dass die 1500 im Moment nicht der Stadt der Ziel eröffnen den Weg dorthin ist. Gewinnbringend für unsere Stadt wäre es vielmehr, wenn wir die Geschosszahl auf mindestens 3 und maximal 4 Geschosse festsetzen und dadurch eine Wohnbebauung oder eine Randbebauung auch für weitere Geschäfte ermöglichen. Wir haben das nicht mal auf Wohnbebauung begrenzt, sondern überhaupt dort die Möglichkeit zu schaffen. In der letzten Stadtverordnetenversammlung, wenn ich erinnern darf, wurde ein Antrag verabschiedet, einstimmig wurde beschlossen, dass darauf hingewirkt werden soll, bei Erweiterungsvorhaben im Einzelhandel zusätzliche Flächen für die Innenentwicklung zu schaffen. Explizit wurde der Lidl an der Kohlenstraße genannt. Warum wollen Sie dazu keine Beteiligung ermöglichen, sondern sie blockieren? Warum nicht mit unserem Änderungsantrag genau das in die Beteiligung geben? Ich glaube, weil Lidl das nicht will. Und wir sind ja bei einer Stadtverordnetenversammlung und wir sind nicht Lidl verpflichtet, sondern denen, die in unserer Stadt wohnen. Und, das wurde angesprochen, es gab deutliche Stimmen gegen das Erweiterungsvorhaben. Nicht nur vom Einzelhandelsverband selbst, sondern auch auf den Ortsbeiratssitzungen. Ortsvorsteher Norbert Sprafke von der SPD wurde im Januar in der Zeitung zitiert, der Zubau an Fläche am Lidl-Markt bedeutet keinen Zugewinn für den Stadtteil. Damals in der Rolle als Ortsvorsteher, aber auch als Stadtverordnete sollten wir nicht gegen die Interessen des Stadtteils handeln. Nicht nur die SPD, auch die CDU äußerte Kritik. Das Vorhaben sei überdimensioniert und das Gremium forderte die Stadt auf, wenigstens dafür zu sorgen, dass der Discounter dort auch Wohnungen baut. Ermöglichen wir das doch jetzt in der Offenlage. Auch die Hausgemeinschaft wurde angesprochen, für demenziell erkrankte ältere Menschen am Hainbach hat sich der Kritik angeschlossen. Und nun gibt es ja ein Gutachten, eben erwähnt worden, das im Antrag zitiert wird und nachdem es ja alles auch gar nicht so schlimm ist. Ich weiß nicht, wer da mal reingeguckt hat, wer das Gutachten beauftragt hat, um zu überprüfen, ob die Erweiterung des Lidl-Marktes negative Auswirkungen auf die Nahversorgung im Stadtteil haben wird. Kann man dürfen Sie raten, es war Lidl. Und dort heißt es an einer Stelle etwa, die Entfernung zum nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereich beträgt knapp 1 Kilometer. Das ist falsch, guckt man sich das an. Die Entfernung beträgt laut Google Maps für Fußgänger bis zum Aldi 650 Meter, bei Nutzung der Nebenstraße 700 Meter. Die Entfernung zum Edeka beträgt 450 bzw. 500 Meter Fußweg. An anderer Stelle heißt es, bei dem Standort handelt es sich um einen siedlungsräumlich integrierten Solitärstandort, der für Teile der umliegenden, insbesondere für die westlich gelegenen Siedlungsbereiche, als einziger Lebensmittelmarktversorgungsfunktion übernimmt. Auch das ist falsch. Wir haben den Tegut in der Marbachshöhe, Tegut Atrium und Tegut Bahnhof Philippshöhe, die alle knapp über 1000 Metern Luftlinie entfernt sind. Die Kohlenstraße ist ein Autoaffiner Standort, der die Einzugsgebiete des Wesenzentrums und der Tegut und Läden kannibalisiert. Nun kann man natürlich sagen, Tegut bietet eine andere Produktpalette als Lidl an, aber auch da sollte man sich angucken, was die Strategien von Lidl sind, um nämlich in diesem Markt und Preisspirale und im Wettbewerb zu bestehen, haben sie auch immer mehr Bioladenprodukte in ihrem eigenen Segment und dadurch, das ist gut, das ist nur nicht gut für den Biomarktträger, der nicht weit weg ist, für den Dens am Nebelplatz, für den Brotgarten und den Käseladen, für den Biometzger Abendfröster, für weitere Metzgereien und die Stände des Wochenmarkts. Wir leiden. Es geht darum, die sind alle im umliegenden Bereich und natürlich geht es bei der Erweiterung nicht einfach nur darum, um breitere Gänge, die Kunden zu halten, die man hat, sondern es geht um Umsatzgewinn. Auch das kann man ja im Gutachten ganz deutlich lesen. Mit der geplanten Verkaufsflächenerweiterung ergibt sich ein modellhafter Umsatzzuwachs von 3,2 bis 3,3 Millionen auf 9 Millionen. Und natürlich wird er von den anliegenden Märkten und Geschäften aktiviert. Oder wie es im Ortsbeirat so schön heißt, mehr Verkaufsfläche bedeutet mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Verkehr. Deswegen beantragen wir, dass die Fläche auf 850 Quadratmeter begrenzt wird. Und wahrscheinlich wird mir gleich vorgeworfen, wie in der letzten Stadtverordnetenversammlung, dass ich versuche, mit
Argumenten zu überzeugen und dass wir das hier in der großen Runde besprechen. Wahrscheinlich werden Sie wieder sagen, wir befinden uns doch erst in der Offenlage, die ja erst die Beteiligung ermöglicht, genauso wie Sie beim Aufstellungsbeschluss davor gesagt haben, wir sind mit der Ablehnung viel zu früh dran, werden Sie dann beim Satzungsbeschluss wieder sagen, jetzt ist es aber auch zu spät. Hier gibt es in dieser Stadt nie den richtigen Zeitpunkt für eine Änderung. Und wenn Sie wieder mit dem Marktdenken argumentieren, es gibt kein Recht auf ein Sondergebiet. Ist Ihre Redezeit ist gut. Ich glaube, ich habe das Wichtigste auch gesagt. Jedenfalls, wenn Sie tatsächlich für die Beteiligung sind, die Wohnbebauung, stimmen Sie unserem Antrag zu. Wenn Sie für Ihnen sind, dann sind Sie im Einzelnen.